In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, wie wir Windows 10 sauber installieren können. Ich habe mir Unterstützung geholt und zwar von dem YouTube-Kanal Learning IT ist Philipp bei mir. Hallo Philipp. Hey Freddy. So, was machen wir denn heute? Erzähl mal. Am ähm, Ziel von, von diesem Video, von diesem Tutorial, soll es sein, ähm, euch zu zeigen, wie man einen Windows 10 denn ordentlich aufsetzt. Ordentlich heißt äh, sämtliche nervige Plotware zu deinstallieren, ähm, die die Microsoft von Haus aus mitgibt, die aber kein Mensch äh, wirklich benutzt, und ein paar Sicherheitsanstellungen zu, zu setzen und das System nach den eigenen Bedürfnissen zu modifizieren. Du hast es jetzt sehr nett formuliert. Ich habe vorhin mal gesagt, wir machen Windows 10 überhaupt benutzbar, denn ich finde, <laughs> nach der Neuinstallation ist es erstmal in einem Zustand, wo man noch viel dran machen muss. Und du hast uns jetzt auch ein Tool bereitgestellt, mit dem wir das dann... Bisschen automatisieren können das Ganze. Ein bisschen Arbeit ist es. Wir haben ein bisschen was zum Vorbereiten, aber wir gehen das jetzt im Video komplett durch und nach dem Intro starten wir dann direkt mit der Vorbereitung des USB-Bootsticks. Also, wie installiere ich Windows 10? Dazu gibt es unendlich viele Videos. Ich gehe das jetzt im Schnelldurchlauf ein bisschen durch. Wir machen jetzt einfach einen USB-Bootstick. Ganz klassisch, wir nehmen das Tool von Microsoft. Ich klicke hier bei Microsoft einmal Tool jetzt herunterladen. Die ganzen Links, die ich im Video verwende, die findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich führe das Tool einmal aus. Mein USB-Stick steckt schon drin, der wartet schon. Und hier gibt es jetzt nicht so viel zu beachten, nur dass wir Windows 10 Pro auswählen müssen. Das hat den charmanten Vorteil, dass wir dann noch relativ komfortabel mit einem Offline-Account installieren können. Hier klicken wir uns jetzt einfach durch. So, hier ist die erste Option, die wir setzen müssen. Wir machen jetzt kein Upgrade auf diesem PC. Wir wollen ja neu installieren. Das heißt, wir erstellen hier ein Installationsmedium. In meinem Fall wird es ein USB Speicherstick sein, vermutlich bei euch auch. So, hier kann man jetzt ein bisschen was auswählen. Jetzt ist hier zu beachten, dass man hier noch nicht auswählt, dass es die Pro-Edition wird. Das macht man dann bei der Installation. So, ich klicke einmal weiter. Jetzt kann ich die ISO-Datei runterladen, aber ich würde hier gleich direkt einen USB-Speicherstick vorbereiten. So, C ist natürlich kein. Wieso ist C jetzt ein Wechseldatenträger? Ich liebe Windows. Okay, das ist auch wieder toll. C natürlich nicht. Ich nehme jetzt hier F. So, unser Speicherstick ist nach langem Warten jetzt endlich bereit. Aber jetzt würde ich mal an Philipp übergeben, was muss ich denn tun, damit wir nachher eine saubere Windows 10 Installation starten können? Ähm, sehr gerne. Also für eine saubere Windows 10 Installation gibt es bereits diverse Tools im Netz. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe ein, ein Skript mit einer kleinen Oberfläche, ähm, welches zum einen sämtliche Tasks ähm, übernimmt und andere Tools zusammenführt. Also man braucht. Lediglich dieses Tool, welches ich geschrieben habe, für eine zentrale Installation nach der eigentlichen Windows-Installation. Diese Software findet ihr in der Videobeschreibung, könnt ihr dann einfach auf meiner Website runterladen. Und Freddy hat die, den Ordner bereits geöffnet. Wir finden hier drei Ordner und ein File wieder. Oben in Additional Software kannst du einmal kurz reinklicken. Dieser Ordner ist aktuell nur mit einer Datei befüllt. Hier laden wir gleich noch zwei andere Programme mit runter, dazu aber gleich mehr. Wenn du jetzt einmal wieder in das Oberverzeichnis gehst, sehen wir noch ähm, Ordner Graphics. Das sind einfach Bilder drin für das Programm. Das ist jetzt für die Nutzung weniger interessant. Wenn wir dann auf äh, die andere Ordner Ordnerebene wieder zurückgehen, haben wir hier den Ordner Software to Install. Und das ist ganz interessant, weil hier kannst du dann einfach sämtliche ähm, Programme, die du installiert haben willst, reinlegen, heißt ähm, exe files oder MSI-Files. Die kannst du dir jetzt einfach aus dem Netz laden, in diesen Ordner mit reinpacken und dann wird das Ganze über das Tool installiert. Ansonsten im Clean-Ordner noch einmal das Skript an sich drin. Wie du das Ganze dann auf der neuen Maschine ausführst, zeigen wir dann zu dem Zeitpunkt. Okay, dann was muss ich jetzt noch vorbereiten? Ähm, du musst noch zwei Tools runterladen. Du hast die ähm, Tabs hier oben schon offen. Das ist zum einen Shut Up 10. Mhm. natürlich auch alles in der Beschreibung verlinkt. Das ist quasi ein Tool, wie hier schon beschrieben wird, Anti-Spy. Ja, was äh, so ein paar Features in Anführungszeichen von äh, Windows 10 deinstalliert, die, naja, die man sich als User nicht unbedingt wünscht, von dem man keinen Mehrwert hat. Und ähm, heutzutage will man ja auch nicht alle Daten Microsoft preisgeben. Das ist das eine Tool. Den lege ich in den Additional Software-Ordner, richtig? Genau, das legst du einfach in den Additional Software-Ordner. Das passt und da brauchen wir ein weiteres Tool. Das ist der Windows 10 Deployer und der entfernt so ein paar Windows-Werbeprogramme in Anführungszeichen. In Fachkreisen spricht man davon Plotware. Deswegen auch der Name des Tools. Den lädt man über GitHub eben runter, über das grüne Feld, wo Code drauf steht. Einmal auf den Pfeil klicken und dann sehen wir ganz unten Download ZIP. Das wählen wir einmal aus. Diese ZIP-Datei befindet sich jetzt in eurem Download-Verzeichnis. Und wenn man sich das anzeigen lässt, in die Datei reinwechselt, hat man den Ordner. Den kopiert man so, wie er ist. Auf dieser Ebene wirklich. Ähm, geht wieder in mein Programm Additional Software und diesen Ordner hier einfach einfügen. Dann ist das Programm funktional auch soweit startklar. Ein Feature habe ich ja noch angesprochen, Software to Install. Da kann man einfach sämtliche Tools reinpacken, die man installiert bekommen will. Ähm, hier kann ich auch eine Website empfehlen, die ist wirklich klasse. Ähm, Ninite nennt sich das Ganze. Da könnt ihr euch nach Belieben ein Installationspaket schnüren. Hier sind ähm, sämtliche Tools, die man, die man so braucht. Äh, Freddy, du warst ja auch ziemlich, ziemlich begeistert von der, von der Website. <laughs> ja. Coole, coole Sache auf jeden Fall. Was die macht, vielleicht noch mal kurz erklärt. Man klickt jetzt hier einfach so äh, ja, in, diesem, in dieser Selektion an, was man installieren möchte. Und das Schöne bei dem Teil ist, der lädt sich immer die aktuelle Version aus dem Internet runter. Das heißt also, ich habe jetzt keine alte Software, die der nutzt und er installiert die komplett im Hintergrund ohne mein Zutun. Ich wähle jetzt mal aus, was zum Beispiel für mich so in Frage kommt. Das ist natürlich jetzt jedem selbst überlassen. Fällt mir noch irgendwas ein? Was brauche ich sonst noch? 7-Zip würde ich noch empfehlen. Keepers, ganz, genau. ganz rechts bei Compression. 7-Zip, genau, die brauchen man eigentlich immer. Was man vielleicht weglassen sollte, sind die Security-Sachen. Die braucht man nicht. Ich weiß, das gibt wieder schöne Kommentare, aber ich verlasse mich da auf den Defender. Da stimme ich dir da stimme ich dir ausnahmslos zu. Also Windows Defender, wirklich mittlerweile eine super Sache. Ähm, ins Windows integriert und äh, die, die andere Software, weiß ich nicht, braucht man. Braucht man heutzutage meiner Meinung nach auch nicht mehr. Genau. So, ja, die groben Sachen, was Wichtiges habe ich glaube ich alles. Oder was für mich wichtig ist. Und dann genau. einfach mal get your Ninite. Und ähm, die Exe, die jetzt kommt, die ist quasi persönlich auf mich zugeschnitten. Das sieht man auch schon im Dateinamen, ne? Da ist nämlich schon mhm. zu sehen, was alles installiert wird. So, die kopiere ich mir einmal raus oder schneide ich mir aus und lege die mal hier rein. So kann die dann auch direkt bei, nach der neuen Installation installiert werden. Genau. Falls es Software gibt, die ähm, über Nennheit nicht verfügbar ist, kannst du die natürlich auch aus dem, aus dem Netz laden. Ähm, und den Installer, welchen du damit runterlässt, auch einfach mit in diesen Ordner schmeißen. und ähm, da wird diese Software dann auch noch zusätzlich mit installiert. Genau, hat aber nicht den Vorteil wie bei Ninert, dass es das ohne Geräusch im Hintergrund abläuft, sondern da öffnet sich dann tatsächlich die GUI und man muss sich einmal durchklicken. Genau. Okay, aber wir lassen es jetzt mal so. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Kunst, diesen Ordner auf den USB-Stick zu übertragen. Genau, einfach den Ordner einmal auswählen, heißt in deinem Fall Clean und den. Ähm am besten zur Übersicht auf die, äh, die oberste, auf das, das Root, ähm, die Root-Ebene kopieren, wie du es gerade machst. Genau, einfach auf die höchste Datei-Ebene. Das dauert dann je nach Geschwindigkeit des Sticks einen kleinen Moment. Möchten Sie... Ja. Genau, das passt. Einfach einfach Ach, das übergucken. Dateisystem äh, ist wieder ein anderes, ja. <laughs> okay, dann habe ich den hier. Und jetzt sind wir auf... Diese Maschine schon fertig und können jetzt zu der Maschine wechseln, auf der wir Windows 10 installieren, richtig? Genau, was eventuell noch zu beachten wäre, ist dass, wenn irgendwelche Browser-Bookmarks vorhanden sind, persönliche Dateien, sofern sie nicht in der Cloud liegen und so weiter, von diesem Gerät jetzt auch einmal mit auf eine externe Festplatte kopiert werden können oder auf den Stick selbst, Das sollte man halt aufpassen, dass man an der Stelle nichts vergisst und dann am Ende traurig ist, dass ihm die Urlaubsfotos aus dem letzten Jahr eventuell abhanden gekommen sind. Also das klassische Backup äh, ja, ersetzt dieses Video natürlich nicht, ne? Genau. Genau. Okay, das beachten, wir installieren aber auf einer anderen Kiste jetzt, also die bleibt bestehen, von daher kümmere ich mich da mal jetzt nicht drum und wir booten jetzt mal mit dem Stick und gehen die Installation grob durch. Gibt genug Videos, wie die Installation funktioniert, aber wir weisen da eher auf die Sachen hin, die jetzt für eine saubere Windows 10 Installation eine Rolle spielen. Deshalb würde ich doch mal sagen, ich beende mal die VM und wir sehen uns gleich im Bootmenü wieder. Ich versuche jetzt gerade mit dem USB-Stick neu zu starten. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht repräsentativ für euer Gerät. Was ich jetzt hier mache, ich bin im BIOS und werde jetzt einfach das USB-Gerät als an die erste Stelle versuchen zu setzen. Oder nein, einfach draufklicken in dem Fall. Das war gar nicht die Boot-Reihenfolge. Auf jeden Fall wird er jetzt hoffentlich vom USB-Stick starten. Aber das schaut ja schon mal gut aus. Ja. Genau, das lassen wir jetzt hier einmal auf Standard, einmal weiter, dann jetzt installieren. Hier klicke ich jetzt an, ich habe keinen Product Key. Kann man immer später noch eingeben. Und hier ist jetzt wichtig, gerade für unsere saubere Installation, dass wir Windows 10 Pro auswählen. Genau, das hat einfach den Vorteil, dass man da nicht unbedingt äh, auf ein. Ähm Online-Konto angewiesen ist. Wenn man eine Home-Version oder so installiert, ist es auch möglich. Da muss man aber vorher wirklich die Netzwerkverbindung trennen. Und dann hat man auch ebenfalls die Möglichkeit, ein Offline-Konto anzulegen. Bei der Pro-Version ist es aber deutlich komfortabler. Genau, und ähm, jetzt hier gleich der Warnhinweis. Hier wird jetzt die Festplatte formatiert. Das heißt, alle Daten, die jetzt auf dem Speicher sind, sind weg. Nur als kleiner Hinweis. So. Und das war schon. Wir installieren auf der Primären. Und jetzt müssen wir einfach nur noch abwarten. Die Installation ist jetzt grob abgeschlossen. Jetzt kommen wir zur Konfiguration. Als erstes werden wir nach der Region gefragt. Deutschland ist richtig. Und die Tastatur ist natürlich auch deutsch. Klicke ich auch mal auf Ja. Hier wird kein weiteres Layout hinzugefügt. Und jetzt heißt es wieder warten. Als Privatperson wähle ich hier die persönliche Verwendung einmal aus. Klick auf Weiter. So, und hier müssen wir jetzt aufpassen. Wir wollen ja ein Offline-Konto. Online-Konto ist bei Microsoft nicht so spannend, bzw. kann immer noch später eingerichtet werden, falls ihr das braucht. Deshalb wähle ich hier unten einmal Offline-Konto. Und hier wähle ich die eingeschränkte Erfahrung aus. <laughs> ja. Und jetzt werde ich ja tatsächlich nach dem lokalen Benutzer gefragt. Der heißt jetzt bei mir einfach mal Useful Wit und einfach auf Weiter hier. Kein Wort lasse ich mal leer, solltet ihr natürlich ein sicheres wählen. So, jetzt kannst du was sagen, Philipp. So, wir werden jetzt nach weiteren Einstellungen gefragt. Ähm, Online Spracherkennung solltest du nicht verwenden aufgrund der äh, naja Daten, datenschutz und datensammlung sagt microsoft standorte brauchen wir in der regel auch nicht also vielleicht noch mal diese option kann man dann auch alle wieder zurückdrehen falls man es für irgendeine funktion braucht also man macht sich jetzt hier nichts kaputt dauerhaft oder so genau also ich würde auch äh, jedem empfehlen erstmal die sachen zu verneinen und wenn man sie denn dann braucht um, Weil Windows einen dann schon darauf hinweisen, wo man das Ganze entsprechend einstellen kann. Genau. So, was haben wir hier? Mein Gerät suchen. Mein Gerät suchen brauchen wir in dem Fall auch nicht. Die Diagnosedaten wollen wir ähm, nicht senden. Achtung, einmal nach oben. Das ist ein kleiner Trick von Microsoft. Ja. Vor- und optionale. Ah, okay. Nee, alles gut. Ich dachte, die hätten jetzt die Verneinung oben drin. Das passt soweit. Sendet nur Informationen, genau. Und da oben hat er jetzt erforderliche und optionale, genau. Also hier unten dann sendet er weniger Daten. Freihand und Eingabe, nee. Vor allem bei dir ist es ja sowieso ein Tower. Ja. Genau. Ja. Diagnosedaten äh, wollen wir auch nicht senden. Das sollte die auf jeden Fall ausschalten. Also hier kann man immer die untere Option ist es meistens nehmen, ne? Genau. So, Cortana sage ich auch nein, jetzt nicht. Und jetzt wieder kurz warten. So, jetzt sind wir im fertig installierten System. Was mache ich jetzt? Also beziehungsweise, was mache ich jetzt? Ich mache mal das Startmenü auf und wir haben ja jetzt offensichtlich keine saubere Windows 10-Installation, sondern genau die Bloatware, die wir nicht haben wollen, haben wir ja jetzt erstmal. Genau, ebenfalls Cortana unten, unten links, es ähm, ist, ist mit eingeblendet, weil ähm, ist zwar aktuell nicht verfügbar in der, in der deutschen Sprache, aber den, den Button brauchen wir dann entsprechend nicht. Und um solche Einstellungen vorzunehmen, wechselst du jetzt bitte einmal auf deinen Installationsstick, der ist ja weiterhin eingehängt im System, ähm, genau in dem Fall das D-Laufwerk. Und hier haben wir davor den Clean-Ordner drauf installiert. Den brauchen wir jetzt auch. Initial müssen wir die PowerShell einmal als Administrator starten. Das machst du über... Genau. Einfach nach PowerShell suchen. Wichtig ist, dass wir die normale PowerShell hier oben nehmen und als Administrator ausführen. Werden wir einmal gefragt, ob wir das wirklich wollen. Und jetzt können wir hier oben in unserem Explorer diesen Pfad kopieren. Mit äh, CD für Change Directory können wir hier reinwechseln. Mit dir können wir uns anzeigen lassen, welche Dateien und Ordner alles äh, vorhanden sind. Das kann man auch kurz nochmal mit dem Explorer entsprechend abgleichen. Wir können jetzt hier einfach Win Clean install auswählen, hier einfügen. Kann nicht geladen. Stimmt, eine wichtige Sache haben wir an der Stelle vergessen. Um, ihr müsst die Execution Policy der PowerShell umstellen. Das Ganze macht ihr mit Set, äh, also mit Get Execution Policy, genau. Kannst du sie dir einmal anzeigen lassen? Da ist ein C hin, genau. Das Ganze ist auch Restricted. Und das ist ein PowerShell-Feature, um ähm, zu verhindern, dass äh, Scripts ausgeführt werden, die ihr nicht ausgeführt bekommen wollt. Ähm, ist so ein kleiner, eine kleine Firewall, sage ich mal, seitens der PowerShell. Und die müssen wir einmal umsetzen. Um, zwischen Z und Execution Policy noch ein äh, Minus, ein, ein strich Z, Minus ja. und jetzt Excel und da kannst du, genau, schreib jetzt Excel rein, dann kannst ah, du genau okay. mit äh, Tab, mit Tab könnt ihr die Autovervollständigung setzen und hier wählen wir jetzt einmal Unrestricted, uh, UN, äh, Tab-Vervollständigung und dann Enter. Das Ganze bestätigen wir jetzt einmal mit Ja, also mit äh, J oder A für alle, geht, geht beides. Genau. Und jetzt haben wir eine PowerShell, die in der Lage ist, das ähm, Skript auszuführen. Wir wählen das Ganze hier wieder aus und starten das Ganze. Hier haben wir jetzt die Oberfläche des äh, Programms, welches ich geschrieben habe. Wenn du an diesem Programm interessiert bist und ähm, auch wissen willst, wie man, wie man sowas erstellt, wie man sowas selbst schreibt, schaust du auf, äh, am besten einmal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da habe ich ein Video hochgeladen, welches zeigt, wie ich dieses ähm, Tool geschrieben habe. Ich erkläre da alles zu, dass du das auch entsprechend nachbauen kannst, ähm, eventuell deine eigenen Einstellungen mit reinnehmen kannst. Und du erfährst auf dem Kanal außerdem alles rund um die PowerShell und kannst die PowerShell entsprechend in meinem Kurs lernen. Ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ich sage, im Grunde ist es Open Source, weil ich kann einfach mit Bearbeiten hier reingehen und schauen, was das Teil genau. macht, oder? Absolut, da, da ist nichts drin, was nicht verändert werden kann. Das Ganze ist nicht gekryptet oder so. Wir kommen hier wirklich in den Quellcode. Du kannst hier auch, wie ähm, Freddy schon gezeigt hat, einfach reinschauen, wenn es dich interessiert, was denn alles drin ist. Ist für jeden frei zugänglich. Die Software kriegst du auf meiner Website. Wie der Freddy schon gesagt hat, ist das Ganze ja unten auch verlinkt. Gehen wir mal die Punkte durch, ne? Wir fangen einfach mal mit, mit dem god -Mode an, würde ich sagen. Genau. So, ich habe da ein bisschen Angst gehabt, wenn ich hier klicke, was dann passiert, weil ich kenne das ja aus Cheats. Da verändert mir ja im Grunde was am Spiel. Ich habe jetzt einfach mal geklickt. Und was man hier sieht, ist ja dieses Symbol. Erzähl mal was dazu. Genau, Windows 10 bzw. seit ähm, Windows 8 gibt es ja die ähm, sogenannten Einstellungen, um Settings am System vorzunehmen. Die erfreuen sich jetzt nicht unbedingt überall der Beliebtheit, weil dann doch ein paar Sachen fehlen, die man da einstellen kann und so weiter. Was wir hier mit diesem God-Mode haben, ist ähm, eine Ansicht in die Systemsteuerung ähm, als Listenform. Man findet hier sämtliche Einstellungen zu... Ähm, Windows 10 entsprechend ähm, kann oben rechts auch noch äh, durchsuchen. Ein Beispiel, was Freddy vorhin genannt hat, ist die, ähm, die Netzwerkadapter, die in Windows 10 gar nicht mehr so schön erreichbar sind. Genau, wir hier aber. Eigentlich will ich in die Adapter-Einstellung, also suche ich mal nach Adapter. Yes. Ne? Da sind sie doch, Netzwerkverbindungen, genau. ja. Da kommen wir jetzt über diese Systemeinstellungsanzeige, die jetzt auf deinem Desktop liegt. Ähm, liegt entsprechend auch, auch rein und ähm, ist für viele einfach praktischer. Wir können das Ganze auch links in unseren Schnellzugriff packen, wenn man das will. Dazu ja. einmal auf den Desktop gehen. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht, oder? Wir schaffen es doch auch direkt hier. Genau. Also einfach, wenn man da drin steht, genau an den Schnellzugriff anheften. Und dann kommt man hier rein. Also wir können das Beispiel ja mal kurz bringen mit dem Netzwerk. Ich finde das furchtbar. Wenn ich jetzt Netzwerk suche ähm, in, in Windows 10, komme ich hier in diese, ja, ist eine Touch-Oberfläche im Grunde. Und mehr oder weniger ist das nur eine schöne Ansicht für Informationen, aber einstellen kann ich da nichts. Und ich müsste jetzt wieder hier auf, wo muss ich da immer hin? Ich, nee, genau. Ja, das einmal, einmal, einmal zurück. Das sind, die Einst das sind ein paar Settings. Ist genau, genau das, was halt wie nur eine, ja ja, heißt Einstellungen, es sind aber nur Infos eigentlich. So, wie, wie komme ich da wieder rein? Du musst einmal die Adapteroptionen optionen ändern, die Ad unter erweiterte Netzwerkeinstellungen. Unter erweiterte adapter ist. Das oberste, genau. Und im Grunde genommen ja. kommen wir jetzt auch nur in diese Systemeinstellungen zurück, genau. mit dem Umweg über die, die Windows-Einstellungen. Also deswegen, man kommt wirklich mit den Systemsteuerungselementen viel schneller an sein Ziel, wenn man, wenn man was umstellen will. Und das mit einer ordentlichen Übersicht. Also ich finde, das ist eine super Sache. Die einzelnen Punkte in diesem Skript ähm, musst du natürlich nicht ausführen, wenn du sagst, das ist was, das braucht Du nicht unbedingt einfach nicht auf den Button klicken und dann, dann hast du es auch nicht. Also da bist du ja in der Entscheidung komplett frei. Also es ist auch kein neues Programm bei diesem God mode Es ist halt einfach nur eine Verknüpfung zu anderen Verknüpfungen wieder. Genau, das ist schon in Windows so implementiert. Irgendjemand hat, hat sich den Windows-Quellcode einmal angeschaut und gemerkt, ach, wenn ich, wenn ich da ähm, eine gewisse Abfolge von, von Zeichen eingebe, erscheint das. Du lädst dir im Hintergrund nichts runter, das ist wirklich. Es wird einfach nur eine Ansicht freigeschaltet für dich, die sowieso schon vorhanden war. Photoviewer, nächster Punkt. Können wir ja mal den aktuellen zeigen, so wie der aussieht. Ich kann gar nicht sagen, warum ich den nicht mag. Der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen besser geworden, aber der kann halt auch für mich zumindest nichts mehr, was der alte nicht sowieso kann. Deshalb schwören, glaube ich, noch viele auf den alten Viewer, ne? Genau, also das äh, ist, ist wirklich ein Thema, viele haben sich über den neuen Photo Viewer äh, beschwert, vielleicht liegt es am, am Design, dass der, dass der alte ein bisschen übersichtlicher ist, das sind natürlich auch persönliche Präferenzen, ähm, es gibt auf jeden Fall eine Methode den alten Photo Viewer auch wieder in Windows 10 zu bekommen, die habe ich implementiert, einfach Old Photo Viewer einmal anklicken. Und was, was dann passiert, können wir uns direkt glaube ich angucken, wenn ich jetzt den nochmal aufmache, bin ich immer noch im alten Photo Viewer, also im neuen... Aber wir wollen ja den alten wieder aktivieren, deshalb muss ich hier einmal auf Öffnen mit, andere App auswählen. Und was jetzt diese, dieser Tweak quasi freigeschaltet hat, ist ja Vorführeffekt, jetzt ist er hier nicht zu sehen. Ich klicke nochmal, vielleicht hat er es nicht genommen. Können ja hier gucken, was er macht. Ja, der führt es eigentlich aus. Der führt es aus. Noch mal. Okay, wir versuchen es nochmal. Öffnen mit, andere App auswählen. Weitere Apps. Nichts zu sehen. <laughs> Gerade eben noch getestet. Gut, im Notfall kann man ja einfach, falls es nicht klappt, wir versuchen es natürlich noch zu beheben, aber einfach hier einen Doppelklick drauf machen. Also ich setze jetzt hier mal den Fortgang fort und vielleicht hat das schon geholfen. So, wir gehen noch mal hier rein. Nicht Fav-Icons, sondern den Deller, öffnen mit. Andere App auswählen. Da ist er. Die Windows-Fotoanzeige ist jetzt unser alter Foto-Viewer. Beim Testen hat es funktioniert, jetzt hat es gerade mal nicht funktioniert. Notfalls einfach die REC-Datei einmal ausführen. Genau, den Haken unten reinsetzen, dass es immer damit geöffnet äh, wird, wenn es denn gewünscht ist. Und ja, wir haben jetzt unseren genau. altbekannten PhotoViewer aus. Ich meine Windows Windows äh, 7, oder? Gab es denn schon in Vista? Ich I don't know. Wahrscheinlich gab es denn auch schon in Vista, ja. Ja, die Funktion war immer klasse. Ich glaube, die hat der neue nicht, dass er das auf Originalgröße auch wieder sizen kann. Naja, das mhm. sind so ein paar ärgerliche Sachen im neuen warum der nicht so beliebt ist. So, Install Software, was passiert hier? Nein, halt, so weiß sind wir noch gar nicht. Genau, einmal ist der nächste Punkt, ist äh, File Extension. Wenn man ein bisschen mit seinem ähm, Dateisystem machen will ähm, und, und Informationen eben braucht, es ist oft eine Einstellung, die man am Anfang von der Windows-Installation macht, dass man sich die Dateiendungen anzeigen lässt. Ja? Wir sehen hier jetzt direkt äh, Punkt PS1 bei dem PowerShell-Script zum Beispiel. Bei Bildern ist äh, JPEG hinten dran. Sehen wir jetzt so, wissen, was das für eine Dateiart ist und könnten eventuell auch beim Umbenennen direkt äh, diese Datei ähm, mit einer anderen Endung was sehen, sodass sie beispielsweise mit einem anderen Tool geöffnet wird. Also finde ich auch, ist so eine Sicherheitsgeschichte, weil sonst klicke ich auf eine Datei und weiß gar nicht, was ich da öffne, wenn ich die Dateiendung nicht direkt sehe. Genau, also es gibt es gibt eine Methode, das das äh, wurde zumindest in der Vergangenheit häufiger praktiziert, dass man ähm, die Dateiendung ausblendet, beziehungsweise davon ausgeht, dass die Dateiendungen beim Opfer ausgeblendet sind und ähm, eine Executable nimmt, also eine Exe-Datei, äh, in den Namen ein Punkt JPEG am Ende tut und der User denkt dann, okay, Punkt JPEG, das ist ein Bild, kann ich bedenkenlos öffnen. Dabei am Ende noch ein Punkt Exe, was halt nicht angezeigt wird. Ja, dann Install Software. Was macht der Punkt? Genau, wir haben ja ähm, auf dem alten OS und äh, wenn du einmal auf Clean äh, zurückgehst. Achso, ich bin im falschen, ne? genau. Wir brauchen das genau, Software to Install haben wir sämtliche Software reingepackt, die wir installieren wollen. Ähm, wenn wir jetzt auf den Button Install Software gehen, ähm, wird alles ausgeführt, was da drin ist. Excel, äh, MSI, wie auch immer. Und unser Paket, äh, was der Freddy über Ninite geschnürt hat, wird jetzt hier ausgeführt. Wir sehen sämtliche ähm, Software, die da drin ist. Die Letter jetzt runter, installiert sie auf unserem Rechner. Und wir haben den Vorteil, dass wir da nicht sämtliche Installer durchklicken müssen. wir noch am Desktop links, Software ist direkt drauf und soweit startklar. Genau, dann würde ich sagen, lassen wir den einfach mal weitermachen. Und wir machen hier mit der Win-Toolbox weiter. Ich klicke einfach mal drauf, weil ich denke, da kann man es am besten erklären, was passiert. Die wird jetzt in deinem Programm, wenn ich es richtig weiß, direkt geladen und ausgeführt aus dem Internet. Also da hätte man wahrscheinlich immer die aktuelle Version. Das stimmt, auf jeden Fall. Also, da ist ein Code-Schnipsel innerhalb meines Codes, welcher die von, von GitHub aus der vertrauenswürdigen Quelle ähm, temporär entsprechend zumindest mal runterlädt. Und man hat jetzt diese schöne GUI, ähm, die ich nicht geschrieben habe. Es wird quasi nur importiert von GitHub. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden. So, was wir jetzt noch sehen, ist, Ninite ist einmal fertig. Das kann ich schließen. Links sehe ich auch die ganzen Icons, die mir jetzt installiert worden sind. Das war das, was ich ja vorhin auf der Ninite-Website auch angeklickt hatte. Okay, dann ähm, Programminstallation finde ich hier gar nicht so spannend, ehrlich gesagt. Chocolate ist ein Paketmanager, der wäre nochmal ein eigenes Video wert. Die ganzen Programme rechts haben wir ja viele davon jetzt auch schon über Ninite installiert. Ich finde ehrlich gesagt bei dem die Benennung hier so ein bisschen ja, verwirrend. Zum Beispiel Essential Tweaks, da verstehe ich. Also ich weiß nicht, was sich dahinter versteckt, bis man halt draufklickt. Ich würde jetzt einfach mal klicken und du kannst ja was dazu sagen, was jetzt gleich in der PowerShell durchläuft. Genau, wählt das einfach mal aus. Wir sehen hier im Hintergrund auch in der PowerShell die einzelnen Geschichten, die passieren. Am Anfang erstellt er einen ähm, Restore-Point. Heißt, wenn jetzt wirklich irgendwas schief gehen sollte, man kann, muss ja auch davon ausgehen, dass die User das Tool nicht auf einem frisch installierten System ausführen, sondern auf einem ähm, aktuellen System mit wichtigen Daten, ähm, könnte man, falls etwas schief geht, zu diesem Punkt jederzeit zurückkehren. Ähm, prinzipiell ist es aber wirklich nicht, nicht bedenklich und äh, keine, keine kritische Software, zumal man sämtliche Tools, äh, die heruntergeworfen werden, ähm, auch immer nachinstallieren kann. Also wir sehen hier so Sachen wie ähm, Bing Wetter, ich Glaube von euch benutzen die wenigsten diese Anwendung und äh, genau solche Geschichten werden jetzt hier einmal runtergeworfen. Ach, wie cool, er installiert den Windows Media Player nach, das ist ja schön. Ja, das stimmt. Wir haben hier zum Beispiel auch die Geschichte, uh, stopping Edge from taking over as default PDF Viewer. Ähm, hat den Hintergrund, wenn du eine PDF auf deinem PC installiert hast, wird standardmäßig der Edge dafür genutzt, um diese zu öffnen. Der Edge ist aber im Grunde genommen ein Browser und äh, nicht die beste Wahl, um PDFs anzuschauen. Deswegen sagt das Programm direkt von Anfang an. Das wollen wir jetzt einfach nicht mal als Standard. Ja, drin haben. Aber was du ja schon gesagt hast, also ich kann jede App, die du jetzt deinstalliert hast, wieder installieren. Also der installiert, ich sage jetzt mal einfach 20, deinstalliert 20 Apps. Wenn ich eine davon brauche, installiere ich die einfach wieder. Das ist die einfachere Vorgehensweise, als umgekehrt, als manuell 19 Apps zu deinstallieren und eine dann dazulassen. Ja, stimme ich dir ausnahmslos zu. So, dann haben wir den einmal durchgeklickt. Ich brauche doch gut, die anderen Sachen sind so ein bisschen Light Mode, Dark Mode. Können wir, können wir einmal kurz zeigen, wenn du jetzt Dark Mode auswählst, äh, müsste sich der Browser rechts äh, entsprechend farblich ändern. Genau, wenn ja, ja, wir jetzt in Dark Mode. Okay. Ähm, Light Mode würde dann wieder zurückwechseln. Sehr gut. Genau. Äh, Cortana würde ich wegschmeißen. Ja. Also, das ist halt, finde ich, hier so schlecht benannt. Das ist ja hier die Deinstallation. Wenn ich Cortana drücke, ja, ist deaktiviert, schreibt er ja hier. Und ich kann hier unten einfach äh, mit dem Rechtsklick die Cortana-Schaltfläche ausblenden. Was ich noch wichtig finde, ist immer OneDrive deinstallieren. Vielleicht vorher die Daten gesichert haben, die da drin liegen. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, da beschweren sich regelmäßig Nutzer, dass die Daten dann gelöscht sind, die im OneDrive liegen. Kein Backup, kein Mitleid. Kein Backup, kein Mitleid. Windows Search haben wir noch einmal auf der rechten Seite, das ist auch so eine Präferenz. Windows Search, ähm, wo haben wir es denn? Ach, da. Neben OneDrive direkt, mhm. genau. Aber der, der ist noch am Deinstallieren von OneDrive, glaube ich. Um, deswegen kannst du in der GUI ja. jetzt nichts klicken. Genau. Ja. So, wer startet den Explorer einmal neu? Da wirklich nicht erschrecken. Das ist ganz normal, wenn man solche Sachen umstellt, dass der Explorer sich einmal neu starten muss. Um, das ist auf jeden Fall okay. Genau. Rechts äh, die Windows Search. Die, die, so, ich suche gleich mal OneDrive, aber man sieht, er findet ja. nur noch die Webergebnisse. Und ich meine, es gibt ja da draußen wirklich hunderte von Cloud-Anbietern. Ähm, wenn du jetzt jemand bist, der äh, gar keinen davon benutzt oder eventuell Dropbox, ähm, iCloud, wie auch immer, äh, musst du OneDrive natürlich nicht äh, immer in deinem Explorer angezeigt bekommen und dir das von Microsoft aufzwingen lassen. Die Windows-Suche, ähm, damit ist jetzt eigentlich hier dieser Suchbalken gemeint, ne? also dass der hier unten nicht dauerhaft angezeigt wird. Genau, können wir einfach mal draufgehen, machen wir. Eventuell, ein, genau, jetzt ist, er, jetzt ist er einmal verschwunden. Das war vorhin so ein bisschen komisch, wann, wann er das deaktiviert und wann nicht. Ich kann ich da Cortana wieder einblenden? Also, da hm, würde ich mal auf den Reboot nicht. setzen, dass dann die, die Symbole nach vorne wandern. Genau. Wir haben die Suche aber noch. Wenn du jetzt nämlich was eingibst, wenn ich mich nicht ganz täusche, hast du die Suche hier noch ähm, halt nicht direkt unten in der, in der Taskleiste. Ist auch so eine Präferenzsache, wie man das Ganze dann ähm, für sich gestalten will. Naja, also meine, mein Shortcut oder mein Hotkey dafür ist immer die Windows-Taste zu drücken und dann einfach auf der Tastatur zu suchen. Viel schneller kommt man da unten nicht hin, egal ob die suchbar dann da ist oder nicht. Absolut. Also, ja. Ja, hat keinen Vorteil, dass sie da ist und Platz verschwendet. Genau. Und wie gesagt, nach einem Reboot oder einer Neuanmeldung werden auch die Icons einmal nach, nach links rutschen. Heißt, man hat auch den, den Vorteil, wenn man die Searchbar da entfernt, dass man einfach ein paar mehr ähm, Icons quasi in seiner Startleiste unten platzieren kann, wenn man das denn möchte. Ich würde fast sagen, dann sind wir mit dem ziemlich durch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja noch Security-Einstellungen, die wir, die wir setzen können. Das wird jetzt aber zu tief ähm, reingehen, wenn du da kein, kein Need hast, irgendwas unbedingt ähm, umstellen zu müssen. Würde ich da auch einfach nicht unbedingt zu raten, diese, diese ähm, Settings zu übernehmen. Und damit können wir den schließen. Genau. Wenn er sich den schließen lässt. Eventuell einfach das powershell script im Hintergrund entfernen oder was äh, blockiert er gerade? Hiding Task, vielleicht ist das. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, der will, ja. So, ich habe jetzt einfach mal ein, eins umgestellt, dann macht das nämlich wieder nach vorne. <laughs> das war das gleiche wie vorhin. So, kann ich es jetzt zumachen? Nee. Hm. Ja, dann machen zu. Am worst case einfach die PowerShell mal, mal abschießen, die du hier gerade offen hast. So, dann müssen wir das Ganze äh, ein weiteres mal über die PowerShell starten. Äh, halt, so ist wieder falsch, ne? Also. Genau, du kannst doch einfach auf das Windows-Symbol unten ja. links, by the way, einen Rechtsklick machen und dann kannst du PowerShell direkt als Admin starten. Ah, okay. So. Genau, hier mal reinwechseln. Ähm. Wenn du nach oben klickst, sollte oder so, genau. Einmal ausführen. Windows Toolbox haben wir jetzt einmal durchgesprochen. Was es noch Schönes gibt, ist der äh, Win10 Deployer. Der überschneidet sich äh, zum Teil mit der, mit der Toolbox, hat aber noch ein paar andere coole Einstellungen und äh, Optionen, die wir jetzt einmal zusammen durchgehen können. Das ist, by the way, die Software, die wir von GitHub runtergeladen haben und in den Additional Software Ordner gepackt haben. Also, ich würde jetzt hier mal klicken: Remove All Plotware. Das hört sich doch schon mal gut an. Absolut. Also man hat äh, natürlich die Möglichkeit auf dem äh, Button oben drüber bei ähm, Customize Bloodware, glaube ich, ähm, einzustellen, was man denn als äh, Bloatware einstuft, was man behalten will. Ähm, Remove All Bloodware ist eigentlich so die, der, der Standard, den man meiner Meinung nach entfernen sollte. Aber auch hier gilt wieder, wenn man dann im Anschluss was vermisst, kann man es natürlich jederzeit nachinstallieren. Gut, was mich jetzt noch anspricht, wären die Telemetriedaten oder Tasks. Was ist Telemetrie bei Windows? Ja, Telemetrie sind so, ähm, naja, Gesichtserkennung und sowas. Wenn ich mich nicht ganz täusche, aber hat ja Windows 10 auch als Feature. Ähm, Gesichtserkennung und, und solche Geschichten, wenn man sowas nicht nutzt. Einfach. Ja, Telemetrie sind, sind, sind ja auch die Daten, die wir dann zum Beispiel Absturzberichte senden oder so. Die zählen dabei Windows auch drunter. Kann man einmal deinstallieren. Das ist das, was wir vorhin mit den äh, optionalen Daten gewählt hatten, da, dass nur die erforderlichen Daten gesendet werden. Im Optimalfall wäre jetzt hier ja alles deaktiviert dass er gar nichts sendet. So, was haben wir denn noch? Die Details vom Startmenü, das ist hier diese Bloatware, richtig? Genau, also so Geschichten wie Xing und sowas ähm, wollen wahrscheinlich die wenigsten in ihrem Startmenü haben, beziehungsweise jetzt nicht um, um gegen Xing zu schießen, aber die, die, Werb äh, die Werbung, die da auch angezeigt wird und äh, von Microsoft auch eventuell personalisiert ist. Weiß ich nicht. Ich würde es nicht in meinem Startmenü haben wollen. Also der, der Trick ist jetzt einmal abzumelden und neu anzumelden, dann sehen wir nachher, dass die weg sind. Aber das machen wir jetzt ganz am Ende. Noch sind die nämlich zu sehen. Im Grunde haben wir ähnliche Sachen jetzt hier weiter. Ne? Also zum Beispiel Net Framework kann man hier nochmal installieren, falls man Software hat, die das benötigt. Edge, genau. Edge Takeover haben wir schon vorhin gestoppt. Ja, Montreif haben wir schon weg. Können wir, können wir an der Stelle auch einmal schließen. So, dieses Mal funktioniert das auch entsprechend. Und das Letzte, was wir noch einmal ausführen wollen, ist ähm, ShutUp 10. ShutUp 10 ist eine ziemlich coole Software, welche auch so Geschichten ausschaltet wie ähm, Werbe-IDs, äh, wie wir jetzt direkt schon sehen können. So personalisierte Sachen, die aus Datenschutzsicht eventuell ein bisschen bedenklich sind, dass man die zu Microsoft sendet. Ähm, und wir haben da die Möglichkeit genau zu entscheiden, was wollen wir senden, was wollen wir irgendwie gespeichert haben. Ähm, das Tool gibt uns eine Option vor nur empfohlene Einstellung anwenden. Das deaktiviert dann alles, was man bedenkenlos deaktivieren kann. Es gibt ein paar Sachen, wo man zum Beispiel, wenn wir einmal durchscrollen können, wir, können wir da mal drüber, drüber schauen. Also man sieht es ja hier hinten, ne? was er als empfohlen empfindet, was er als zum Beispiel die biometrischen Funktionen, wenn man es halt nutzt, dann sollte man es halt nicht ausschalten. Das denke ich auch klar. Ach ja, Telemetrie, Biometrie. Das Ge war, genau, <laughs> das war mein Denkfehler vorhin. Genau, so Sachen wie, wenn du noch einmal kurz äh, hochscrollst, ja. ähm, senden der URLs aus Apps an Windows Store deaktivieren. Das ist so eine Sache, ähm, kann man deaktivieren. Eventuell nimmt man sich da aber auch irgendeine Funktionalität, wo man sich dann später wundert, warum das nicht mehr geht. Deswegen sagt das Tool, das deaktiviere ich nicht von Haus aus. Wir wollen, dass alles von der Funktionalität noch hundertprozentig da ist. Wenn du es dennoch deaktivieren willst, kannst du das natürlich manuell tun. Was ich vorhin übrigens gesehen habe, die Windows 10 Toolbox führt auch ohne up aus. Ich weiß nicht, ob du es vom, vom Vorbeiscrollen vorhin auch gesehen hast. Das wird auch schon mal ja. ausgeführt, in, ich glaube in den empfohlenen Einstellungen. Können wir, cool. können wir gleich nochmal gucken. Aber hier hat man es halt nochmal auf jeden Fall in der, in der grafischen Oberfläche. Man kann auch noch mal ein paar Sachen selber entscheiden. Also beim App-Zugriff zum Beispiel muss man ziemlich aufpassen, was man da deaktiviert. Zum Beispiel App-Zugriff auf Mikrofon auf diesem Gerät deaktivieren. Um mein Audio-Recorder oder City wird schon als, als App irgendwie bezeichnet oder verwendet. Wenn ich das hier deaktiviere, dann kann ich keine Audioaufnahmen mehr machen. Und deshalb ist das ja auch nur als bedingt drin. Oder im schlimmsten Fall auch im Homeoffice nicht mehr an der Skype-Session teilnehmen. Ja. Also also klar, teilnehmen halt eben im, im, im stummen Modus. Also es gibt ja ein paar Sachen, die kann man halt deaktivieren und man kann sie auch wieder aktivieren, wenn man merkt, war eine schlechte Idee. Es ah, gibt ja hier ein paar Sachen, die hätte ich jetzt aber echt deaktiviert eigentlich. Ja, da kann man, wie gesagt, selber drüber gehen. Ist auf jeden, die empfohlenen Einstellungen sind auf jeden Fall schon mal eine gute Basis. Und wenn man keine Ahnung von den einzelnen Settings hat, kann man das auch guten Gewissens ausprobieren. Äh, die Software sagt nun wirklich, hey, du kannst dir damit Funktionalität nehmen. Wenn du die falschen Sachen deaktivierst, du kannst sie ausschalten. Du hast die Möglichkeit. Wir machen es aber nicht von, von Standard. Und was noch dazu zu erwähnen ist, ist, dass das Tool vor jeder Ausführung einen Systemsicherungspunkt erstellt, zu dem man auch zurückkehren, äh, zurückkehren könnte, wenn dann irgendwelche Probleme im Anschluss auftreten. Genau, ja. Also, man kann sich mit den Sachen, die wir jetzt gezeigt haben, ich würde mal sagen, wenig kaputt machen. Und gut ist es halt immer, wenn man sie wirklich bei einer frischen, neuen Windows 10 Installation gleich anwendet. Da hat man den Vorteil, dass ja auf dem System noch nichts richtig läuft und bei Fehlern kann man noch viel leichter das dann wieder zurückändern. So, dann sind wir an der Stelle aber eigentlich äh, mit meinem äh, Tool und den entsprechenden runtergeladenen Tools soweit durch, wenn ich mich nicht täusche. Wir starten mal neu. Genau, einfach zur Demonstration. Dann haben wir nämlich auch die äh, weg aus der, äh, aus der Start, aus dem, äh, wohl aus dem Startmenü links unten und haben jetzt auch ein wirklich äh, frisches äh, Windows und es geht ja auch alles relativ schnell, ja? Also dadurch, dass es über eine Oberfläche gemanagt wird, ist das, wenn man das wirklich dann mal schnell durchklickt, eine Sache von 10 Minuten und man hat ein ordentliches Windows. Also finde ich auf jeden Fall ist eine echt gute Sache. Ja, und äh, vielleicht noch ein kleiner Hintergrund von mir, ich hatte vor Jahren mal ein Video gemacht, wie man eine schöne saubere Windows 10 ISO Datei erstellt wo ein paar Sachen schon vorkonfiguriert waren in der Art und Weise. Das hat aber den Nachteil, dass ich eine Riesenarbeit habe, mir diese Windows 10 ISO zu erstellen. Und nach einem halben Jahr ist die schon wieder alt, weil es halt eine neue gibt von Windows. Wenn ich jetzt diese Methode hier benutze, dann habe ich halt wirklich den Charme, ja, dass ich eigentlich immer aktuell bin. Das stimmt. Also, allein über Ninite hat man immer die aktuellen Versionen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass man selbst diesen Ninite-Installer sich nicht mehr neu konfigurieren muss, weil er ja beim Ausführen die aktuellen Software schon runterlädt. Ja, im Gegenteil. Der kann ja sogar, also Ninite finde ich ganz genial, weil der prüft einfach, ob es eine neue Version gibt. Also, selbst wenn man jetzt die Software installiert hat, ich kann es ja mal gerade aufmachen, wenn ich den öffne, obwohl ich die Software schon installiert habe, zeigt er mir an, ob er was updaten kann. Genau. Also richtig praktisches Ding. Auf ja. Show Details, up to date. Genau, super Sache auf jeden Fall. Ja, man könnte somit natürlich dann auch die automatischen Updates der einzelnen Apps ausstellen und trotzdem per Knopfdruck sagen: Jetzt würde ich wieder aktualisieren. Ja. Zum Beispiel? Würde ich aber die Finger von lassen, ne? Weil äh, Sicherheitsupdates und so macht man manchmal. Nein, ich meinte, ich meinte, ich meinte direkt in den, in den Applikationen die Sicherheitsupdates auf jeden Fall ja, eingestellt naja, gut, du lassen, kannst ja auch. Aber, ich weiß schon, ja. was du meinst. Du kannst ja im Browser auch versuchen, irgendwie das Update zu deaktivieren, aber das würde ich nicht empfehlen, weil da muss wir schon tagesaktuelle Updates drin haben, so meinte ich eher. Ja, auf jeden Fall. So, dann äh, gucken wir mal die Teils an. Die haben sich doch schon deutlich reduziert. Nicht ganz alle weg, aber die letzten Überbleibsel klicke ich jetzt noch per Hand weg. Ich kann mir auch vorstellen, dass Microsoft da ja immer wieder gegen updated, so ein, so ein bisschen. Ähm, wir hatten es vorhin, Microsoft Edge lässt sich beispielsweise gar nicht mehr so einfach deinstallieren, wie es früher war. Die sind da, denke ich, auch hinten dran, immer das so ein bisschen zu verbauen. Genau. Aber jetzt hat man halt, ja, in Anführungszeichen eine saubere Windows 10 Installation ohne den Quatsch, den einem Microsoft da immer aufzwingen möchte. Zum Beispiel auch OneDrive habe ich jedes Mal hier drin, ist jetzt zum Glück weg. Will dann auch gerne mal äh, auffordern dazu, dass du dich anmeldest. Ähm, geht man so natürlich auch da ständig irgendwelche Pop-ups äh, Pop zu bekommen. Da vermisst man dann zum Teil äh, Windows 7 von der Übersichtlichkeit und von, der, von dem minimalistischen Ansatz, äh, will ich jetzt mal sagen. Ähm, wobei wir jetzt auch wieder auf einem Stand sind, wo ich sage, das kann man so bedenkenlos und auch ohne, ohne Stress und Frustfaktor nutzen. Kann ich nur zustimmen. Dann danke ich dir für deine Unterstützung. Hier nochmal ein kleiner Werbeblock für deinen Kanal natürlich. Learning IT heißt er auf YouTube. Ja, und dann danken wir fürs Zuschauen und verabschieden uns. Ja, hat mich auch sehr gefreut, an dem Video hier teilzunehmen. Auch die, die Vorbereitung mit dir war, war sehr ähm, lustig, spannend und ähm, ja, vielleicht ergibt sich ja in Zukunft nochmal ein Video. Ich freue mich drauf. Dann mach's gut. Dankeschön, du auch. Ciao.